Moin Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich weiß, es ist lange ruhig geworden um uns, aber jetzt sind wir wieder da. Und zwar fange ich an mit einem neuen Let's Play von Heyday. Das ist schon ein bisschen älter, das Spiel, aber macht immer noch sau viel Spaß. Like das Video und vergesst gerne nicht, den Abo-Button zu drücken, um benachrichtigt zu werden, wenn wieder ein neues Video kommt. Ich versuche jeden Tag eine neue Folge hochzuladen. Ja. Und nun viel Spaß mit dem Video. Kommentiert gerne, wenn euch irgendwas auffällt, Verbesserungen oder sonstiges. Dafür bin ich nämlich offen. So, nun viel Spaß mit dem Video. Eure Regenbogeneinhörner. So, wir fangen jetzt auch an. Ein ganz gewöhnlicher Tag. Bis der Brief kam. Grüße von deinem Onkel. Also, was hältst du davon, Farmer zu werden? Ich habe beschlossen, in Rente zu gehen. Die Farm gehört dir, wenn du willst. Wenn du sie willst. Auf geht's. Ein neues Leben auf dem Land wartet. Okay, dann beginnen wir mal. Ernte Pflanzen, produziere Waren, fülle dein Lager und befriedige die Nachfrage. Immer wenn man das Spiel startet, kommen so kleine Tipps, die man beherzigen kann, nicht muss. Manchmal lädt es ein bisschen länger. So, wichtiger Hinweis. Heyday ist kostenlos spielbar, aber durch In-App-Käufe kann dein Fortschritt beschleunigt werden. Wenn du nichts kaufen willst, richte deinen Passwortschutz für Käufe in den App-Einstellungen des Google Play Stores ein. Tippe auf OK, um unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zu akzeptieren. Wenn ihr jetzt unter 18 seid, solltet ihr Käufe generell nur mit euren Eltern zusammen machen. Ja. Weil es schon ganz schön teuer werden kann. Das nur noch mal als rechtlicher Hinweis. Hallo, ich bin Mr. Wicker und helfe dir auf deiner neuen Farm. Jetzt wird so ein bisschen erklärt, wie man erntet. Oder allgemein gibt es jetzt Erklärungen. Aussäen. Also, man sagt auch ansehen. Samen brauchen Zeit zum Wachsen. Beim Ernten produziert jedes Feld zwei Pflanzen. Das heißt, man muss erstmal warten. Man kann das aber auch beschleunigen mit Diamanten. Man hat aber nicht so viele Diamanten, deswegen würde ich es nicht empfehlen. Genau, wenn man halt eine Sache, also ein Weizen reintut zum Beispiel, kommen zwei raus. Das als wichtiger Hinweis. Man hat nämlich ein Silo und eine Scheune und die haben nur eine gewisse Kapazität. Pflanzen vermehren sich. Das hatte ich gerade erklärt. So, jetzt fangen wir an. Wir sollen erstmal alle Gebäude anstreichen.
kriegen dafür XP-Punkte, der EP-Punkte. Toll, jetzt laden wir uns ein paar gefiederte Freunde zur Party ein. 3 Hühner sollen wir kaufen. Wir gucken aber, ob wir uns gleich mehr leisten können. Wir können uns sogar 6 holen. Ach, erstmal dürfen wir nur 3. Dann die Hühner füttern. Jetzt können wir sie kostenlos überspringen. Das würde ich euch auch raten. Wenn da 0 Diamanten steht, ist am Anfang, dann könnt ihr das überspringen. Es gibt aber auch Sachen, die kosten da Diamanten. Das würde ich nicht empfehlen. So, Eier sammeln mit einem Körbchen. Oh, wir sind aufgestiegen. Level 2. Wir haben einen Backofen, wir haben Mais und wir haben Brot. Und wir kriegen 85 Münzen. Howdy, ich bin Mike und mir gehört die alte Mühle in der Nähe der Stadt. Wie heißt deine hübsche Farm? Jetzt wollen wir einen Namen setzen. Ich nenne es erstmal YouTube. YouTube-Projekt. Das kann man aber jederzeit auch ändern. Gut, dass sich jemand um die Farm kümmert. Wir sehen uns. So. Schön. Wie wäre es, wenn du mit einem neuen Backofen aus all deinen Weizenbrot backen würdest? Machen wir gleich. Wenn ihr auf diesen Stern geht, dann seht ihr, was als nächstes kommt. Erreiche Level 3, um Folgendes freizuschalten. Da könnt ihr immer nachgucken, was als nächstes kommt. Wenn euch das interessiert. Hier habt ihr noch, daneben habt ihr so 2 Zettelchen. Da seht ihr immer die Statistik. Meiste Lieferung pro Tag, an einem Tag. Deswegen auch pro Tag. Das ist alles pro Tag Statistik. Meiste Spielerbesuche am Tag. Höchste Einnahmen des Straßenverkaufs habt ihr später erst am Tag. Dann, ganz wichtig, die haben ein Kauflimit eingeführt für Verbesserungs- und Erweiterungsmaterialien. Das zeige ich auch gleich. Das sind 80 pro Tag. Und ihr seht immer, heute gekaufte Erweiterungsmaterialien 0. So, und das Kauflimit setzt sich zurück in 13 Stunden 34 Minuten. Ich glaube, das wird immer um 2 zurückgesetzt, weil das nach amerikanischer Zeit geht. Wenn da 0 Uhr ist, ist bei uns 2 Uhr oder sowas. Keine Ahnung. Das Ganze ist ja von Supercell und ich weiß nicht genau, wo die sitzen, aber wenn da 0 Uhr ist, ist bei uns 2 Uhr oder sowas. Muss man immer gucken. Genau, wenn ihr jetzt auf den Namen oben geht, könnt ihr jederzeit einen neuen Namen setzen. Gut. Dann sollten wir ja einen Backofen bauen. Das geht auch am Anfang noch recht schnell. Ihr könnt auch jederzeit drauf gehen und es beschleunigen. Machen wir aber nicht. So, jetzt seht ihr, es sieht ein bisschen komisch aus, weil es falsch gedreht ist. Ja. Klick, klick. Das geht jetzt nicht. Moment. Normalerweise, also hier geht es jetzt nicht, aber normalerweise, wenn ihr lange gedrückt habt, könnte das verschieben. Im Moment geht das nicht. Keine Ahnung, ob es gar nicht bei mir jetzt gerade geht. Aber es geht normalerweise. So, wir machen jetzt mal aus Brot Dings. So, aus Brot 0 Diamanten überspringen. Wenn da jetzt einer einstehen würde, würde ich euch nicht empfehlen, das zu überspringen. Aber für 0 Diamanten machen wir es. Siehst du? Hier, das hat gerade gesagt. Ein Diamant, wir überspringen nicht. Okay, und wir sind schon wieder aufgestiegen. Level 3. Wir kriegen jetzt, das, was ich eben schon gesagt habe, eine Futtermühle. Wir kriegen 3 Felder. Und wir kriegen ein Diamant. Wenn man jetzt wissen will, was als nächstes kommt, kann man wieder oben auf den Stern drücken. Ich will es nicht wissen.
Deswegen ist nicht schlimm. Auf einer glücklichen Farm leben glückliche Tiere. Baue eine Futtermühle, damit deine Tiere nie hungern müssen. Das ist klar. Wir haben Futter. Aber nur noch drei. Das heißt, wir können nämlich auch noch mehr Tiere bauen. So, jetzt haben wir alle Tiere gebaut. Und haben die jetzt auch gefüttert. Aber wir haben natürlich keine Futtermühle. Also bauen wir jetzt eine Futtermühle. Wenn du ein Level aufsteigst, schaltest du neue Verbesserungen frei. Gerade warten im Laden drei neue Felder auf dich. Okay. Dann bauen wir mal die neuen Felder. So, da machen wir jetzt mal Mais rein, damit wir Mais haben. Kommt dieser wunderbare Duft von hier? Oh, wo sind denn meine Manieren? Mein Name ist Joan. Okay, wir können jetzt, genau, die möchte jetzt ein Brot für 11 und ein paar Sterne. Können wir machen, wir gucken aber gleich mal. Warten wir noch ein bisschen, man kann ja natürlich, dann verkauft man. Nein, tut mir leid, dann haut die ab, ohne dass wir verkaufen. An sie. Und einen Moment bitte. Wir machen erstmal einen Moment bitte. Dann bleibt sie da. Das Geschäft gedeiht. Ernte weiter die Felder ab. Backe Brot und produziere Eier für den Verkauf. So, unsere Futtermühle ist auch fertig. Das hatte ich eben gesagt. Das ging eben nicht. Wenn man länger gedrückt hält, kommt so ein Drehzeichen. Dann kann man das Ganze drehen. Man kann auch das Ganze verschieben. Man kann also seine Farm komplett umgestalten jederzeit. So, wir haben nur Hühner. Deswegen machen wir erstmal Hühnerfutter. Jetzt haben wir aber kein Mais mehr. Da müssen wir drauf warten. Kann man überspringen. Würde ich aber nicht empfehlen. Weil wir haben nur 31 Diamanten oben in der Ecke. Seht ihr es? Nochmal zu diesen Erweiterungs- und Verbesserungsmaterialien. Die Scheune und Silo haben jeweils 50 Platz. Ist die Kapazität erreicht? Muss man gucken, dass man ja wieder Platz schafft. Oder ihr erhöht die Kapazität. Da haben wir aber, wie ihr seht, noch nichts. Für Silo braucht man Nägel, Schraube und entfällt das Wort leider gerade. Holzschindel, sorry. Und für die Scheune braucht man lange Bretter, Bolzen und Klebeband. Diese Erweiterungssachen kriegt man durchs Farmen. Am besten durch Weizen, weil das am schnellsten geht. So, wir sind Level 4. Wir kriegen wieder einen Diamanten und 100 Münzen. Ist jetzt nicht so viel. Also nichts Neues, großartig, aber genau. Oh, der Lieferwagen kommt. Mit dem Lieferwagen können wir von der Lieferwagenwand, oder ich weiß nicht genau, wie die sich nennt. Ich sag immer Lieferwagenwand. Tutu, der Lieferwagen ist da. Bereite dich auf eine Bestellflut vor. Das ist so eine Bestellungswand. Dort kann man immer Waren verkaufen und Sterne bekommen. Seht ihr auch immer, wenn ihr draufklickt oder seht ihr vorher schon. Aber wenn ihr draufklickt, seht ihr, was für Waren benötigt werden. Ist ein Haken da? Habt ihr die Waren? Ist kein Haken da? Dann fehlt mindestens ein Produkt. So, Eier verkaufen wir an den Kindergarten. Auf geht's, der Lieferwagen ist jetzt unterwegs zum Kindergarten. So, wir gucken mal. Weizen haben wir jetzt genug. Machen wir noch ein Brot. So, der Lieferung ist wieder da. Klicken wir mal drauf. Und damit sammeln wir die Münzen und die Sterne ein. Sieh mal, die Kinder aus dem Kindergarten haben dir eine Dankesnachricht geschickt. So, jetzt Weizen und Eier können wir machen. So, jetzt ist das eingetreten, was ich gesagt habe. Wir haben keinen Haken.
weil Mais fehlt. Da müssen wir noch warten. Der Mais braucht, ja, 55 Sekunden noch, ist gut. Ein Brot ist fertig. Machen wir gleich schon neues, weil wir noch genug Weizen haben. Man muss immer gucken, dass man mindestens eine Frucht hat, also eins von jeder Frucht. Weil wenn man das letzte verkauft oder verarbeitet, da gibt es Warnhinweis, Achtung, du verbrauchst jetzt das letzte Produkt. Hast du das letzte Produkt verarbeitet oder verkauft, dann musst du wieder mit Diamanten neue kaufen. So, wir sind wieder aufgestiegen, Level 5. Wir kriegen drei Felder, Sojabohne, dauert 20 Minuten. Kann man auch drauf gehen, sieht man Ernte in 20 Minuten. Wir kriegen Böller, TNT, Äxte, Säge, Schaufel und ein Diamant. Zu diesen, also Sojabohne ist klar, kommt aufs Feld. Zu diesen anderen Produkten oder Materialien, die braucht man für die Farm. Man braucht Diamant für kleine Steine. Ich zeige euch das ein bisschen im Praxistest. Ja, hier sind kleine Steine, da braucht man Böller für. Wir haben so drei Steine, das sind große Steine, da braucht man TNT für. Wir haben so kleine Tannenbäume, da braucht man Äxte für. Und wir haben kleinere Bäume und Büsche später, da braucht man Äxte für. Und große Bäume macht man mit einer Säge weg. Und wir haben hier so Teiche, da braucht man Schaufel für. Ich bin Greg, dein Nachbar. Wenn du ein paar Werkzeuge brauchst, komm zu mir. Ich kann welche besorgen. Also Greg hat einmal am Tag Sachen kostengünstig, sag ich mal. Da zahlt man nicht so viel für. Wie im Shop. Und ja, das ist eigentlich ganz angenehm, den zu haben. Der ist ein Standardnachbar. Man kann aber auch Nachbarn hinzufügen später. Wir könnten ein paar Werkzeuge gebrauchen, um das Land freizuräumen. Besuche Gregs Farm. Machen wir gleich. Wir sammeln erstmal den Mais. Jetzt gucken wir mal. Hier brauchen wir zwei und wir haben sechs Mais. Hier braucht man ein Brot. Okay. Dann machen wir das mal, dass wir den wegschicken. Jetzt muss man ein bisschen warten, deswegen gehen wir einfach kurz zu Greg. Ihr seht, wir haben nur Greg als Farmer. Wenn man jetzt Farmer hinzufügen möchte, geht man auf das Freundesbuch, da hat man hier ein Kürzel. Dieses Kürzel kann man anderen geben, die können dann hier oben in diese Kürzelliste Freundescode eintragen und dann auf Suchen gehen. Und dann kann man dort Farmer suchen und hinzufügen. Wenn man jetzt eine Anfrage kriegt, dann sieht man hier bei dem Freundesbuch irgendwo eine 1. Und unter, ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Ich glaube, Ingame-Freunde oder so kriegt man dann eine Anfrage. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Genau, schicken wir nochmal den letzten Lieferwagen weg. Wir gehen gleich zu Greg. Wie man hier sieht, jetzt fehlt uns Weizen für das nächste Lieferwagen. Also pflanzen wir wieder Weizen an. Und wir machen auch Mais. Und gehen jetzt einmal zu Greg. Bei Greg seht ihr auch generell alles ausgebaut. Also der hat so gut wie alles. Genau, war herzlich willkommen auf meiner Farm. Hier seht ihr alles, was man so haben kann. Und auch natürlich Vorschläge, wie ihr eure Farm bauen könnt. Müsst ihr aber nicht so machen. Jeder gestaltet seine Farm, wie er möchte. So, jetzt sammeln wir mal hier ein paar Waren. Danke für deinen Besuch. Denk dran, dass du mir oder deine Freunde jederzeit besuchst. Also, um mich. Also, wir sollen ihn jederzeit besuchen, aber auch unsere anderen Freunde. Da gibt es immer ganz angenehme Sachen. Klasse, Greg war sehr hilfreich. Du kannst auf deiner Freundesliste noch mehr Freunde als Nachbarn hinzufügen. Das hatte ich eben schon gesagt. Okay, wir haben jetzt keinen Weizen, da müssen wir warten. Und wir haben eine 1. Wir können wieder Felder bauen.
So, jetzt seht ihr, zwei Felder sind falsch rum. Auch die kann man lange drücken und mit dem Drehen-Symbol drehen. Aber auch die Felder könnt ihr komplett umbauen. So. Müsst auf Eier warten, dauert noch 10 Minuten. Wir pflanzen Weizen gleich wieder an, weil das geht schnell. Wir brauchen auch 7 Weizen. Wir hatten gerade nur 6. Deswegen warten wir lieber nochmal eine Runde. Genau, Thema Freundescode. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, euren Freundescode. Da kann ich euch vielleicht mal adden. Genau, da müssen wir noch warten. Wie lange dauert das Brot noch? 3 Minuten. Genau, ich versuche die Folgen nicht zu lange zu halten. So 20 Minuten hatte ich mir jetzt vorgestellt. Die sind gleich um. Wir machen aber einen kleinen Tick länger. Wegen dem Intro. Also so Stufe 6 wollen wir noch erreichen. Wir warten also noch einmal, bis die Felder erntereif sind. Vielleicht machen wir sogar noch bis Level 7. Mal schauen, wie schnell das geht. So, immer wieder Weizen anpflanzen. Meist dauert noch 40 Sekunden. So, was braucht jetzt der Lieferwagen? Mais, hatte ich ja gerade gesagt. Und Eier. Eier machen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich glaube nicht, dass die Folge noch 6 Minuten dauert. Vielleicht doch. Ich glaube aber, ich hatte zwar gesagt Level 7, ich glaube, wir machen jetzt doch einen Cut bei Level 6. Zeigen auch kurz, was wir bekommen haben. Und dann machen wir bei der nächsten Folge weiter. Beim nächsten Mal. Wir haben einmal Kühe, also Kuhstall, Kühe. Wir hatten hier Kuhfutter. Aus den Kühen kriegt man Milch. Und aus der Milch kann man Sahne gewinnen, indem man die Molkerei baut. Jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Regenbogeneinhörner.